W-I-N-F-I-D-O. Das ist ein sehr, sehr einfacher Raum. Halt dein Maul! Hallo, liebe Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Craft Attack! Leute, bevor ich euch jetzt einen wunderbaren Ausschnitt aus dem End zeige und euch generell mal präsentiere, was Tinus und ich da für ein geisteskrankes Abenteuer erlebt haben, würde ich sagen, zeige ich euch doch erstmal ganz kurz die Ausbeute, Leute. Und ich würde sagen, ich mache mal ganz kurz Schwarzscreen. So, ihr seht jetzt gerade nichts außer meiner Facecam, Leute. Und ich zeige euch jetzt ganz kurz mal den Inhalt einer speziellen und geheimen Kiste, Leute. Und wo sich diese Kiste befindet und was das überhaupt alles ist da drinne, das geht euch gerade gar nichts an. Das hat euch nicht zu interessieren. Das seht ihr nämlich gerade nicht, weil das ist nämlich eine Geheimkiste und da soll nämlich kein anderer drauf zugreifen können, außer mir, Leute. Und aus diesem Grund, Leute, habe ich jetzt hier erstmal einen Blackscreen reingemacht. So, passt mal auf, wir haben nämlich die Kiste hier vorne, Leute. Schaut mal hier. Hier ist drinne. Wir haben unglaublich viele Eisensachen bekommen. Wir haben unglaublich viele Diamantsachen bekommen. Wir haben Chorusblüten und so weiter bekommen und so weiter und so fort. Wir haben eine Menge Enderperlen bekommen, Leute, die ich jetzt hier nochmal mit einsortieren werde. Ich war gestern Abend nochmal Enderperlen farmen. Das lohnt sich auf jeden Fall echt. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich nie wieder großartig Strecken laufen, sondern können jetzt einfach mit den Enderperlen alles easy zurücklegen, Leute. Und ihr seht schon, dass wir auf jeden Fall echt nice Scheiß bekommen haben. Gerade die hier, die Fluch des Verschwindens Sachen, finde ich persönlich ganz witzig, weil die halt OP verzaubert sind und nochmal Fluch des Verschwindens haben. Könnte man sicherlich irgendwie mal jemanden mit trollen, weiß ich nicht, wenn ihr darauf Bock habt. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Ja, Leute, so viel auf jeden Fall zu meiner Ausbeute. Die ist auf jeden Fall richtig gut gewesen. Aber das Wichtigste, meine Freunde, ist natürlich ganz klar, ich zeige euch das mal, dieses wunderbare Prachtexemplar gewesen, und zwar die Elytra-Flügel, meine Freunde. Wir haben noch ein paar Schalker-Boxen bekommen und ein paar dieser seltsamen Androids, die wir dann im Verlauf des ganzen Dildos genannt haben. Ich hoffe mal, dass YouTube mich dafür nicht wegstrikt. Bitte tut das nicht. Wir sind Revoluzzer, ihr sagt es, Leute, ihr sagt es absolut richtig, vollkommen richtig, wir sind die Revoluzzer hier bei der Revolution, meine Freunde. Ging es natürlich auch wieder ordentlich voran, nachdem wir gestern das End besucht haben, und zwar habe ich das auch schon mal in der gestrigen Folge gezeigt. Das komplette Riff ist jetzt quasi fast soweit fertig, Leute, und wie gesagt, hier oben geht es sowieso relativ gut voran. Oh mein Gott, ich habe gedacht, ich sterbe jetzt, Leute. Also ihr seht auf jeden Fall, hier tut sich einiges und wir werden wahrscheinlich morgen um 19.30 Uhr im Stream nochmal richtig schön hier ausrasten, meine Freunde, und das Ding bis zur kompletten Zerstörung ausbauen. Ich habe noch so viele Pläne, wir haben nämlich noch ein paar Sachen, die Noah nämlich im Hinterkopf hat, meine Freunde. Eine Wettermaschine soll her, eine Laserkanone und so weiter und so fort. Schauen wir einfach mal, was davon jetzt endlich den Weg ins Spiel findet, aber es gibt auf jeden Fall noch so viele Sachen, die wir hier unbedingt mit reinbringen wollen für das große Battle. Ich habe auch gestern schon mit den Admins von Revinzer.tv gesprochen, meine Freunde. Wir sind gerade an der Spielmoduserstellung für euch dran. Wie gesagt, wenn ihr noch Ideen, besondere Kits oder irgendwelche Sachen habt, Leute, die relevant wären für diesen Spielmodus, schreibt sie gerne in die Kommentare. Dann werden wir das auf jeden Fall versuchen mit einzufließen. Ich denke mal, morgen gibt es ja nochmal einen richtig fetten Bau-Livestream, meine Freunde. Wir werden auf jeden Fall für morgen dann nochmal alle Leute zusammentrommeln. Ich habe jetzt gestern nochmal eine kleine Ansage gemacht nach dem Stream mit dem Enderdrachen, dass ich gesagt habe, okay, seid jetzt alle am Start, seid jetzt alle dabei. Die meisten Leute haben zugehört, ein paar haben sich gemutet, fand ich halt nicht so geil, aber wie gesagt, die brauchen dann noch gar nicht erst ankommen, wenn wir das große Event fahren. Die will ich dann nicht dabei haben. Das sind sie dann selber schuld. Ich glaube auf jeden Fall mal, dass ich jetzt noch eine Menge Leute mit zu uns gesellen. Spark hatte unter anderem sein Interesse geäußert und hatte gesagt, er hat auf jeden Fall Bock drauf. Und Patrick hat gesagt, er möchte wieder regelmäßiger die Sachen machen. Zander und G-Time sind ja sowieso geisteskrank hier am Start. Noah will helfen. Early Boy möchte mit dabei sein. Basti möchte wieder mit dabei sein. Balui will jetzt hier helfen. Also ich glaube, Leute, wenn jetzt wirklich alle Leute mal noch einen halben Monat mit zusammen anpacken, dann wird das hier ein richtig geiles Ding und eine richtig fette Map für das große Battle dann Ende des Monats. Festgelegt oder angepeilt ist der 30. meine Freunde. Der 30. Januar soll quasi der Tag des großen Battles sein. Da könnten wir auf jeden Fall mal überlegen, ob euch das soweit passt. Ich denke mal, das sollte soweit hinkommen, weil bis dahin sollten wir definitiv mit allem durch sein. Und ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt, meine Freunde. Gönnt euch jetzt einfach mal einen wunderschönen Ausschnitt aus dem End, meine Freunde, wie wir gemeinsam hingegangen sind und zusammen das End erobert haben, ein riesiges Abenteuer erlebt haben und vor allem eine Menge lustige Momente. Ich sage nur ganz kurz, Leute, dass ich die Facecam habe nicht mitlaufen lassen, weil das irgendwie 2,5 Stunden fast gedauert hat oder sowas. Oder eine Stunde oder 1,5 Stunden, ich weiß nicht, auf jeden Fall war es eine unglaublich lange Zeit. Und meine Facecam kann ich so lange aufzeichnen, dementsprechend geht das Ganze erstmal ohne Facecam zu sehen. Aber ich glaube, das ist auch mal eine nette Abwechslung und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß damit. Und wir sehen uns morgen bei der nächsten Folge von Craft Attack wieder. Haut rein, macht's gut. Ciao, ciao! Es gibt nichts Besseres als das Gefühl, wenn du durchs Portal gehst, wie das safe zu Hause bist und dann all dein Zeug hast. Finde ich nicht. Das schönste Gefühl ist einfach, ganz ehrlich, wenn man... Ach, egal. Nein, scheiße, mich greifen echt Endermänner an. Zenot, du musst aufpassen, wenn du den anguckst, dann hauen die dich kaputt. Ich renn weg, helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Finger weg! Ey, ihr habt halt schon 10 Dungeons gefunden und ich hab 1 gefunden. Ich hab 7. Halt die Schnauze. Na was? Wieso hast du 1 und hast immer noch keine Dings? Ah, ja, weil er kein Schiff war. Oh, das ist immer richtig traurig. Ey, Zenos, das kann doch nicht sein, dass hier nichts ist oder was? Das ist ein bisschen... Hier ist safe irgendwo was. Zenos, hier könnten wir rüberwerfen, oder? Brauchst nee, du dich gleich mit mir zusammen zum Chaos Guardian? Nein, nein. Ich hab keinen Bock. Zenos, das schafft man. Guck mal hier, warte, ich zeig dir mal einen Trick. Ja, nicht in diesem Projekt. Warum nicht? Zeig mir den mal. Nee. Ja, ich geh jetzt suchen. Komm mit. Zenos, ich bin drüben. Ja, was machst du? Nein. Doch, hier. Hä? Lol, du hast so... Ja, nee, ich wenn du dich hochbaust.
Ja, ich. Hey, du bist du so blödi, Alter? Ich hab richtig Schiss, wenn es um sowas geht. Ich hab richtig Schiss und auch Angst. Zehn uns hier ich nichts. Ich glaub, mehr verarscht von End. Ey, ich suche jetzt schon seit 6 Minuten, Alter. Halt die Schnauze, ich bin seit 50 Minuten dabei. Zinus, ist das dein Ernst? Ja, ich riskier's jetzt. Vielleicht mal Kiez und reinlegen. Junge, da hier musst du jetzt nicht mal hochbauen müssen. Ja, aber du weißt nie. Ich war nicht so übertrieben sicher. Schon wieder Schaden bekommen, ich hab mir fast in die Hosen gegangen. So richtig dumm, der Junge, einfach so, oh Gott, ich glaub's nicht. Ich hab bei der ersten Festung, der ersten zwei Festungen direkt ein Schiff. Ich bin dann weg, ich habe keinen Bock drauf mehr über Popel zu reden. Siehst du, jetzt hast du schon einen Zuschauer vertrieben. Als ob. Ja, geh halt. Kann man über was sowas Schönes Natürliches nicht sprechen wollen. Da sieht man mal, dass die Early Boys Community genauso wird wie er. Ey, Zinus, ganz ehrlich, du kotzt mich so an, Alter, mit deiner Sicherheit. Junge, du nervst mich so sehr, ne? Du kannst gerne, du. Oh, fuck. Schaffst du das, Zinus? Schaffst du's? Du bist so ein Lappen, Junge. Nee, wie war nicht das? Ich bin nur hyper vorsichtig. Ja, das kann doch nicht sein, Zinus, dass hier nichts ist. Also ganz ehrlich, nee, so langsam. Das kann echt nicht sein. Ich würde jetzt. Genau. Anzeige erstatten. An Mojang. Ja. Ansage an Minecraft. Ja, ich habe schon letztens eine gemacht, als mein Esel im Netherportal gestorben ist. Pff, eine halbe Stunde habe ich geweint. Zinus da! Ah! 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 Zinus, ich hab was. Ja, genau, das ist es. Ich hoffe, dass es ein bisschen mehr ist als nur das. Das ist nur das. Nee, es kann nicht nur das. Doch, ist es. Ah, nee, da ist es rendert, es rendert. Ah ja, boah, oh ja. Das hat einen großen. Das hat einen großen. Ja, ja, das darfst du vorgehen. Nein, Zinus, bitte nicht. Aber mich auslachen. Wir sind kurz vorm Ziel, Zinus, komm schon. Guck doch, das war ein Schiff und da war schon einer dran. Da wir hätten es gefunden gehabt. Du Scheiße, Mann, welche Missgestalt. Egal, Zinus, komm hier, Zinus, hier. Da ist schon ein Weg, ich raste aus. Ja, dann lass auf die andere Seite, hier links. Oh. Komm, wir werfen. Ja, bist du auch nervös? Baby, mach nicht dies. Ich hab keine Blöcke. Oh Gott, oh Gott. Du bist so schnell wie ich im Basket. Ich kann das nicht, Zinus, ich kann das nicht. Der Druck ist zu groß. Hier, bitte, mach du. Der Druck ist zu groß. Ich halte das nicht aus. Ich auch nicht. Die Finger verkrampfen. Warte, ich hau dich runter, warte. Nein, hör. Oh, Alter. Als ob du gerade den Move. Ich hab nur noch zwei Enderperlen. Und ich hab fast keine. Ich hab keine Blöcke mehr. Ich muss die nutzen jetzt. Glaubst du, das schaffen wir hier? Hey, natürlich, Zinus, pass auf, warte. Wer ist der Boss, Zinus? Oh fuck. Nein, ich will. Hä? Zinus, da vorne war ein Beacon. Zinus, guck mal da. Ja, Dell im Game-Mode verteilen. Was ist das da? Das ist das, wo wir hergekommen sind. Nein, guck mal, das ist ein anderes. Ja, ja, es ist dasselbe, aber auf einer anderen Position. Aber ist doch geil, lass mal saven hier, oder? Ja, ich mach jetzt Screenshot von dem Code. Ich hab auch Screenshot gemacht, Bruder. Ja, wir arbeiten richtig gut zusammen. Wir machen beide Screenshot. Das ist ein lustiger Trip von Zinus und Revi. Gemeinsam im End erleben sie ein Abenteuer. Ah! Achtung, ich hab mich teleportiert. Bis nach da drüben, Zinus. Nein! Doch, hab geschafft. Nein, du hast nicht geschafft. Doch, ich bin hier drüben. Das mach ich ganz sicher nicht. Du bist so ein Junge, man kann. Nein. Oh, Junge, ist das dein Ernst? Nein, das mach ich nicht. Oh, Junge. Denkst du, wir finden heute noch einen? Hier vorne hat irgendeiner was gebaut, guck mal. Nein, der blöde F***er. Ja, das waren wir. Och nein. Och nein. Nee, ich kann mich erinnern, dass ich höher gebaut habe als du. Ist nur eine kleine Festung, Zinus, ist egal. Komm, wir holen trotzdem. Ich hab sie! Halt's Maul, Early Boy. Adi, ich hab sie gefunden. Ich hab sie gefunden, Zinus, nicht du. Ja, ich hab sie mitbetrachtet. Ich hab ne fucking Elytra, Alter. Ja, komm, wir holen trotzdem hier wegen Schalkerboxen, oder? Ja. Aber pass auf, die können dich abschießen, dass du fliegst, ne? Ja, ich flieg gerade. Wann hört das Fliegen auf? Irgendwann. Ich hab meinen Bogen runterfallen lassen. Nimm den bitte. Hast du einen Schalker-Scheiß bekommen? Ja. Bau einfach direkt Blöcke darunter oder so. Zinus, ich fliege immer weiter nach oben. Hier ist noch irgendwo ein. Ich glaube ganz oben. Komm mit. Nicht hier? Oben ist nur ein Enderman. Ja, egal. Och Mann, Alter. Zinus, du hast? Zinus, bist du ehrlich jetzt? Zinus? Ja. Welche Koordinaten? Ich komme. Oh. Ich sehe den Enderdrachenkopf nicht. Hä? Aber ist dein Schiff dran? Ja. Ja, also ist doch gut, oder? Ja.
Wo bist du gerade? Sag Koordinaten. Ich hab ein bisschen Angst, dass der Early bei euch nochmal. Aber ist da irgendwas gebaut? Nee, okay. 3900. Nee, da bin ich auch nicht. 3900? Ja, minus 2400. Boah, ich muss so viel laufen dafür, Zinus. Zinus, nice, ich seh's. Nice. Siehst du das Schiff? Nee, da ist keins. Doch. Oh, Alter, wie hoch ist dieser Turm? Ja, das meine ich ja. Das üble Baba-Turm, den ich... Hast du schon mal so einen krassen Turm gesehen? Nein, habe ich noch nie gesehen, Alter. Heftig, oder? Der ist übel heftig, ja. Geistkrank, Mann, geistkrank. Okay, schnell hier hochkommen. Hast du das Schiff gesehen dort? Das ist richtig weit über den Void, da müssen wir mega aufpassen. Ja, aber wie viele Blöcke hast du dabei? 3. Soll ich noch, hast du noch Enderpearls? Ja. Kann ich noch? 11 Stück. Ja, kann ich bitte 11 Stück haben? Ja, hier. Wir müssen unbedingt die Endrods mitnehmen, Zinus. Das ist ganz wichtig. Ich habe übel viele. Ich habe schon über 40 Stück. Die kann man voll geil als Designelement nutzen. Ja, so. Penis halt. Ja, richtig, doch. Deshalb brauche ich die. Okay, nice. Deshalb habe ich direkt schon 40 genommen. Damit du ein ganzes Haus voller Dings machen kannst. Aha, ich dachte deins. Oh! Oh, oh. Zinus, ich chill hier gerade, weißt du? Ich hänge hier gerade so ein bisschen rum. Mach ich auch öfters. Fuck. Ich wollte nur meine Dings holen. Ah! Oh mein Gott, Alter. Ah! Aufhören. Kriegst du noch? Boah, ja, das habe ich vorhin gelootet, als du kurz weg warst. Alter, wie geht das denn? Krass, ne? Du musst mit dem Bogen schießen. Die können, wenn die offen sind, kannst du sie mit dem Bogen abknallen. Alter, Junge, ich werde sterben. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich werde immer wieder getroffen von diesen Dingern. Ja, ich helfe dir. Sie sind fast alle tot. Ich werde sterben. Ich habe meine Spitzhacke gedroppt. Bist du da oben? Ich fliege. Zinus, mach's gut. Auf Wiedersehen. Nein. Zinus. Ah! Nein. Alles gut. Ja, es sind immer noch... Boah, Alter, es sind so viele. Hey, hört doch mal auf, hier abzuschießen, Mann. Jetzt kassierst du, mein Freund. Du brauchst gar nicht denken, dass du noch eine Chance hast gegen mich. Nein, ich hab's nicht hochzufliegen. Ah! Scheiße. Boah, nochmal Schalker-Box. Läuft. Ich habe keine einzige bekommen. Hä, hey, was machst du denn? Ich hab die alle getötet, aber du hast die alle abgeeintet, glaube ich. Da oben liegt eine, die will ich holen. Dann schmeiß ich weg, ja. Pfeile. Nice. Boah, nice, Alter. Ich hab dir direkt zugeguckt, wie du sie geholt hast. Das war so intens. War krass, oder? War heftig. Ja, das war richtig intens. Da vorne links ist noch einer. Guck mal, die können wir noch töten. Oh, Zinus. Okay, gleich hast du sie. Jetzt wird's ernst. Fall einfach nicht runter. Ist ganz vorne am Spitz. Ja, siehst du sie? Warte, ich hol sie mir. Das schaffst du alleine, ich glaube nicht. Okay, Alter, was haben wir noch für Sachen bekommen? Okay. Oha. Diesen Curse of Vanish darfst du nicht anziehen, ne? Ich zieh den an, ja? Ja, dann kannst du ihn nicht mal abziehen. Ich geb den Patrick einfach. Nice. Sehr gut, Mann. Sehr schön. Das Wichtigste musst du aber auch noch mitnehmen. Komm mal hoch. Warte. Ich muss ganz kurz überlegen. Ey, das ist eins der größten Schiffe, die ich jemals gesehen habe, irgendwie. Das ist anders aufgebaut. Auch eins der schönsten, oder? Ja, komm mal mit. An den Enderdrachenkopf, ne? Ja. Warte, den willst du auch haben. Soll ich dir den abbauen? Ja. Bist du nervös? Ich hab da oben noch die Schalker-Box getötet, deshalb. Aber hier ist keine Enderkiste, ne? Nee, hier war keine drin. Levi. Ja? Levi, shit. Was denn? Ich glaube, was stimmt mit mir nicht? Okay, gib her. Kisino, schnell nach Hause, komm. Ich will nach Hause. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben endlich alles, was ich brauche. Leute, wir fliegen jetzt hier noch ganz kurz runter. Zinus, bist du bereit? Warte. Auf geht's! Fliegst du? Ja, Mann, ich fliege richtig. Wo müssen wir hin, Zinus? Weißt du, Koordinaten? Oh, keine Ahnung. Aber das ist richtig fresh. Oh, Baby! Aua. Aua. Okay, ich bin gelandet, Zinus. Alles gut. Ich muss nur gucken, ob ich jetzt den richtigen Eisenhahn nicht anziehe. Okay, alles gut, Zinus. Wo bist du? Ja. Okay, wo müssen wir hin? Keine Ahnung. Okay.